Ich will auf jeden Fall, wenn wir was nehmen, will ich die Ladung immer versichert haben. Ja, klar. So, mal gucken. Also, wir können jetzt Monatstransport im Wert von 4000 D-Mark machen. Ladung ist versichert. Im Wert von 5432. Ladung ist nicht versichert. Ja, und dann geht's los bei 1300. Nicht versichert. 500. Also die einzigen, die versichert sind, habe ich jetzt gesehen, warte mal. Ja, sind die beiden hier, 2700 und 4000. Warte mal eben. Ich meine mal, ich hätte eine Antwort bekommen damals. Ich guck gerade mal in meinem Thunderbird. Mach das, ich kann jetzt gerade nebenbei nichts machen. No, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Genau. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Ja, eben. So, und die Gewitter sind jetzt endgültig bei uns wieder dran vorbeigezogen. Es blitzt nix, es donnert nix. Wie immer. Ich sag ja, wo ich hier wohne, da siehst du wirklich, bei uns hast du nur dann Donnergrollen und ein paar Blitze, aber dann ungefähr so ein, ich sag mal, ein Kilometer weiter, wenn du Richtung Dienstlaken fährst. Ich wohne ja Grenze Dienstlaken bei uns, in Dienstlaken-Oberhausen. Da ist sofort, das war vor ein paar Jahren, war sofort Katastrophe gewesen. Feuerwehr war unterwegs, die mussten da die ganzen Gullis leer pumpen, Bäume sind umgestürzt. Und bei uns kamen nur zwei, drei Tropfen runter. Und das, obwohl wir, ja, also ein Kilometer Unterschied war. Ich hab's. Gut. Der SGPCH 1983, der auch dir geholfen, dir den Tipp gegeben hat, dass das ein Mac ist bei dem Unfallfoto. Genau. Hat geschrieben, at Edimail, diese 732 D-Mark ist ein Mindestbetrag. So viel muss über die versendet werden. Das heißt, man könnte sich nun, sofern es sich um die richtigen Zielorte handelt, die LKWs sparen. Ich habe das damals einmal versucht, alle Transporte auf Flieger, Schiff und Zug umzulegen und gar keine LKW außer kleine Transporter mehr zu fahren. Hat aber nicht geklappt. Ja, doch, an den Kommentar erinnere ich mich. Jo. Ich würde sagen, können wir machen? Machen wir auch mal, weil wir sollen ja auf jeden Fall mit Reedereien was machen. Ja. Aber, wie gesagt, die Chefs, die sagen ja nur, machen sie mehr mit ihren... Moment mal. Kleinen Moment, da stolpert wieder meine Zunge. Geht also, mir auch manchmal so. Ja. Also, das ist dann kein Stottern, das ist dann die Zunge, die verhaspelt sich dann zwischen den Zähnen und dann kommt nichts mehr raus. Also nochmal. Und das Problem ist ja, unsere Brötchengeber, also die, die uns da einstellen, die sagen ja, arbeiten Sie mehr mit Reedereien. Die sagen allerdings nicht, machen Sie Verträge mit den Reedereien. Oder die sagen auch nicht, verschicken Sie nur die Ladung mit den Reedereien. Das sagen die ja nicht. Da müssen die möchten halt eben nur, dass wir mit Reedereien arbeiten. Nicht, dass wir damit Verträge machen. Genau. Deswegen weiß ich nicht, müssen wir oder müssen wir nicht. Als ich damals Planer für mich selber gespielt habe, habe ich nie Verträge mit Reedereien gemacht. Also mit eigentlich mit gar keinen von den Dingern. Ja, ich bin trotzdem rausgeflogen. Tja, müssen wir mal ausprobieren. Ich sag mal, mehr als gekündigt werden können wir nicht. da wir auch vermehrt jetzt dann auch Transporte kriegen, die, also ich sag mal, viel Gewinn einbringen beim Tankwagensegment, würde ich sagen, dass wir die 4000 nehmen, wir. Ja. 4000, Ladung ist versichert. Vertragsende 10.8. Okay, da sind wir dann wahrscheinlich eh nicht mehr in der Firma drin. Ich will's nicht hoffen. Mal abwarten. Wir haben ja Vertrag bis zum 31.3. Genau, wir sind ja jetzt 2 Monate im Amt hier, sozusagen. Ich akzeptiere. Ja, 2 Monate Zeit, nicht nur einen Monat. Genau. Deswegen bin ich dafür, ersten Monat kaufen wir so viel ein, wie es geht, und dann im zweiten Monat machen wir dann das richtige Geld. Jetzt klick mal auf Ja. Ich glaube, jetzt, wenn du jetzt auf Ja klickst, geht unsere Rechtsanwältin drüber. Ja, warte mal. Schreib mal aus. Nee, hat sie jetzt nicht gemacht. Ich habe wahrscheinlich gerade. Was sagt er? Das müsste unser Kühltransporter sein.
Ja, jetzt auf jeden Fall. Oh, da kommen ein paar LKWs zurück. Na gut, wir waren jetzt auch über zwei Stunden in der Konferenz. Warte mal, ich gehe mal kurz eben nach unten. Zum Fuhrpark. Das ist jetzt gewollt. Und gucken, ist der Kühl... Der ist da. Sehr gut. Ich verpasse den gleich mal einen Fax. Mal gucken. Die haben natürlich jetzt zu. Oh, wunderbar. Was für Öffnungszeiten haben die? Haben um 16:49 schon zu. Aber die haben noch auf. So, ich kaufe mal kurz einen Fax. Zack. Jetzt hat er gleich eins. Gucken, hat er auch... Er hat ein Telefon. Er hat ein Telefon, das ist schon mal gut. Okay. Das war's, was ich jetzt machen wollte. So, mal eben überlegen. Außer jetzt heute die Konferenz haben wir keinen Termin. Nein. Unsere Frau will auch nichts von uns. Ja, das wundert mich mal. Apropos, unsere Frau will auch nichts von uns. Ja. Also, die Frau ist lustig. Fängt die schon am Anfang des Monats an? Du Schatz, mein Haushaltsgeld ist leer. Ich brauche eine kleine Aufstockung. Da war bei mir Kopftisch angesagt. Da habe ich auch gedacht, kannst du nicht mit Geld umgehen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich schon gedacht, vielleicht hat die irgendwie so einen heimlichen Liebhaber, dem sie allerdings die Geschenke verkauft. Keine Ahnung. Na, jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Nee, mache ich auch nicht, also... Nein, also, um Gottes Willen, so denke ich überhaupt nicht. Keineswegs. Um Gottes Willen. Ja. Ironie off. Genau. So, es liegt nichts mehr vor. Moment. Dem Stand wollen wir mal abhelfen. Ich gehe mal kurz nach oben. Gucken, ob wir was gekriegt haben. Ja, oder was ich zum Beispiel auch noch ganz interessant finde, ist, dass ich schon mal öfters, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch im Let's Play war, wenn ich für mich alleine spiele, geht die Zimmerantenne von meinem Sohn alle zwei Tage kaputt. Kommt dauernd die Meldung, dein Sohn hat seine Zimmerantenne ist kaputt gegangen. Ja, dann sage ich immer, kauf dir eine neue. Und dann zwei Tage später, meine Zimmerantenne ist kaputt. Guck ich auch. Wie jetzt? Dann wollte ich schon sagen, bau dir doch selber wieder deine alte Zimmerantenne aus. Mach aus drei kaputten eine ganze. Aber das kann ich leider nicht anwählen. Oha, jetzt haben wir natürlich ein paar Aufträge zusammengesammelt. Ja, okay. Er hat zwar nur 9 FE, aber dafür hatte 1500. Bis zum 10. Das müsste die Expressfracht jetzt sein. Warte, nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Die kommt noch. Aber egal, den nehme ich jetzt mal. Für 9 FE 1500. Bonn-Osnabrück. Ich weiß nicht. 9 FE? Von Osnabrück. Weiß nicht. Sprittechnisch und so ähnlich. Nee, lass mal. Ja, das ist mir nämlich etwas zu weit. Wir müssen überlegen, wir sind nicht mehr in Düsseldorf, wir sind jetzt in Bonn. Vernichten. Hört sich zwar gut an vom Betrag her, aber wenn ich dann wieder die Kosten und die Abnutzung der LKWs überdenke. Aber das sieht dann schon besser aus hier. Benzinzusatzstoffe, 29 Stück, FE. Die nur bis nach Koblenz müssen von Bonn aus für 2100. Wundert mich irgendwie, dass die Benzinzusatzstoffe kein Gefahrengut ist. Ja, also mich wundert's auch. Sollten doch eigentlich Gefahrenstoffe sein, ne? Normalerweise schon, ja. Wundert mich gerade auch. Wann muss der da sein? 11. Ja, die können wir mal registrieren. Okay, wenn wir den jetzt registrieren, müssen wir ihn machen. Den können wir nicht bestätigen. Ich mach den jetzt mal. Nehmen wir, ja. So, mal gucken. 10 FE. Schon wieder Bonn-Osnabrück. Nee, also. Weg. Und Bonn-Siegen. Das geht schon eher. 15 FE 1000. Könnte man nehmen. Könnte man. Aber ich bin da auch noch so. Nee, ich würde sagen, wir warten auf die Expressaufträge, wenn ich jetzt mal bei den Silos, sage ich jetzt mal, vernichten. Auch wenn da wieder andere meckern sollten.
So, Eude Toilette Flüssigkeit. 3100 von Bonn nach Münster. Na, können wir nehmen. Mache ich jetzt mal. Ja. Biofarbe Flüssigkeiten. 8700. Können wir auf jeden Fall. Nimm mal. Können wir auf jeden Fall nehmen. Kann ich das triggern? Machen wir. So, wenn wir jetzt den nehmen, dann ist er weg. So, ich latsch mal eben zum Faxgerät. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, da war nichts zum Bestätigen. Nein, ich rede raus. Das war die rechte Maustaste. Wenn man jetzt die rechte Maustaste drückt, geht man automatisch aus dem Zimmer raus. So. Das ist ein bisschen doof gelöst, finde ich. Ja, genau. Es sollte eigentlich so sein, wenn man auf die Tür geht, dass man raus kann. Aber nee, wenn du wirklich dich vertust, rechte Maustaste drückst, hast du ja gesehen, bist du draußen. So, liegt nichts vor, hätte ja mal sein können. So, ein Silo ist unterwegs, aber wir haben keine Aufträge für den. Da haben wir auch nichts. Ja, das haben sie echt blöd gelöst. Also, das passiert mir echt hier, dass ich mich mit der rechten und der linken Maustaste verhasple. Und dann stehe ich plötzlich wieder auf dem Flur. Und denke mir, ups. Das müsste auch im Display bei mir dauernd gesehen haben beim Planer, dass ich dann dauernd rausgehe auf den Flur und dann wieder reingehe. Passiert mir auch bei Zeppelin, das sind auch meistens mit der Maustaste, ist es gelöst, dass man dann rausgeht aus einem Menü. Ja, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen, ich kann jetzt nicht sehen, welcher ist. Enemu. Ja, warte mal, ich gucke jetzt mal wieder, Elfter. Ich gucke jetzt auch nach, welcher am schnellsten abgeliefert ist. Okay, der muss nach Münster, 14. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Der muss auch nach Münster, okay. Dann bin ich dafür, dass wir den erstmal machen. Der muss am 11. da sein, in Koblenz, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Warte mal, 6 FE sind übrig, da wechsle ich den LKW. Gehe auf Gliederzug, so. Dann muss die Fracht nur einmal gefahren werden und nicht zweimal. Akzeptieren, muss mal gucken. Das war jetzt ADR, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ich finde, vom Aussehen her ist der LKW, der vor dem Tanksattelzug ist, immer noch am geilsten. Ja. Das sieht echt am geilsten aus von allen. Allein schon der Bullenfänger, der macht was her. Ja, das stimmt, das sage ich dir. Und das Beste ist auch, ist mir auch aufgefallen... Das sind unterschiedliche Bilder, die da angezeigt werden, wenn du einen Fax käufst. Das hast du erklärt, ja. Genau, das ist mir nie aufgefallen, außer jetzt beim Let's Play. Da habe ich mal gedacht, Moment mal. Warum sieht denn der plötzlich so gut aus und beim Händler so blöd? Das ist auch, wenn ihr genau hinguckt, das ist kein Sattelzug. Das ist irgendwie so ein, ja, so ein Gliederzug, wo der Aufbau drauf fehlt, ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich so ein Roll-up, mein Cousin fährt mit so Dingern immer rum. Ja, ich weiß schon, was du meinst, diesen, wie heißen die, diese Schutt-LKW? Rollaufbieger oder so ähnlich. Ja, oder sowas, genau. Also ich hätte gesagt, diesen, ich nenne es jetzt Schutt-LKW, zumindest in einer Folge von Auf Achse hieß der so, wo, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, mit Franz Merstung und Günther Willers. Ja, da ist der in der Folge 8, Fliegender Start hieß er, nee, Quatsch, wie hieß der doch? Ich glaube, Fliegender Start hieß er. 8. Folge, da ist er auch so eingefahren. Er nannte ihn Schuttauflieger. Das war so ein, der so einen Container drauf hatte, den man abladen konnte, wo du allen möglichen Müll drauf tun konntest da. Weißt du, den man an den Baustellen hat. Oder wenn jetzt, sowas kannst du dir auch mieten, so einen Container halt. Wenn jetzt, was weiß ich, da dein Haus hier abreißt für Schutt und, keine Ahnung, für Müll, dann kannst du den irgendwo mieten, dann kommen die mit dem LKW, laden das Ding dann ab. So einer war das, glaube ich. Ja, ich weiß. Und halt eben sind dann unter diesen Anhängern, also unter diesen Gliederzügen dann meistens diese Teller, wo man halt eben dann mit dem Sattelzug dran, also mit dem Sattelanhänger dann wegfahren kann. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Also ich nehme jetzt ADR, weil das war jetzt auch... Nee, Eude Toilette war das. Das war kein ADR. Abfahren. Ich lasse es so, dass ich auf den Tank-LKWs immer die ADR-Leute drauf lasse. Egal, ob die jetzt eine ADR-Fracht haben oder nicht, weil die Tank-LKWs sind die einzigen, wo ich weiß, dass die mal Ladungen haben, wo man ADR-Schein für braucht. Deswegen kommen da immer die Fahrer drauf mit ADR-Schein. Okay, da müssen wir zweimal fahren.
Warte mal, du hast gesagt, der Oberste hatte ADR gehabt? Nee, der ist aber krank. Ja, hat er. So,